Ende der 48er Jahre, Anfang der 50er Jahre ist ja auch hier ein Jugendlager gewesen. Und zwar hatten wir ja unheimlich viele Jugendliche aus der dann entstehenden DDR, die nach dem Westen gekommen sind. Alleine? Ja, alleine. Mädchen sowohl wie auch Junge, ne? Und dieses Jugendlager war ja dann nachher so groß, dass man den Betrieb des Lagers gar nicht mehr in dem Maße aufrechterhalten konnte und hat dieses Jugendlager nach St. Postel hochgebracht. Da ist ja dann das Jugendlager gewesen. Und wie das aufgelöst worden ist, da sind die Beschäftigten von St. Postel, die früher im Friedland waren, wieder hierher gekommen. Und dieses Jugendlager hatte die Betreuer und die haben natürlich auch versucht, die Jugendlichen im Ort und in anderen umliegenden Orten unterzubringen zur Arbeit, damit sie überhaupt ja, mehr Kontrolle über die Jugendlichen hatten. Und in dieser Zwischenzeit haben wir auch guten Kontakt gehabt zu diesen Jugendbetreuern und haben auch von den Jugendlichen welche beschäftigt gehabt. Die hatten ja alle Berufe, Zimmermann, Tischler. Und das ist, durch diese Art und Weise ist mit Jugendlichen auch unser Holzschuppen entstanden. Was ist das für ein Holzschuppen? Ja, wo wir unser Arbeitsmaterial, sprich unser Schnittholz, untergebracht hatten. Mein Onkel, der war Zimmerpolierer bei Baumacht gewesen, hatte mein Vater das große Glück, dass der nicht mehr in Arbeit stand und hat dann als Zimmerpolier den ganzen Abbund gemacht für diesen Schuppen. Und die haben Jugendliche zur Hilfe gehabt, die ihn mit aufgerichtet haben. Warum haben die rübergemacht alleine? Ja, denen hat es da drüben in der DDR, in dem kommunistischen System nicht gefallen. Und da sind sie hier über die grüne Grenze gekommen. Bis da war es ja noch grüne Grenze. Und dann ist ja da Folgendes passiert in 1953, wie dieser erste Stacheldraht da an der Grenze aufgezogen wurde. Die Leute morgens früh von Kirchgendern, was ja nur 6 Kilometer von hier liegt, nach Göttingen zur Arbeit gefahren sind und kamen abends nach Hause und sie mussten durch den Stacheldraht durch. Und da haben ja viele ihre Klamotten gepackt aus den grenznahen Orten mit ihren Familien und sind drüben aus der DDR abgehauen. Und sind hier ja auch in Friedland gelandet. Und das Lager ist dann wieder voll gewesen, 1953 mit Flüchtlingen, in Anführungsstriche, aus nur 6 Kilometer entfernten Orten von hier. Und so sind immer wieder neue Zyklen gewesen, hier im Lager, wo eben dann der Ungarnaufstand gewesen ist und wir haben so und so viele Ungarnflüchtlinge gehabt und nachher haben wir Tamilen gehabt und Vietnamesen haben wir gehabt, die Boat People, und die haben sich sogar hier integriert. Und können Sie davon was erzählen, wo Sie sagen, die haben sich hier integriert? Also sind welche von Ihnen hier geblieben, von den Vietnamesen? Sind welche hängen geblieben von den Vietnamesen, haben hier geheiratet bzw. Kinder gezeugt. Und die Nachkommen, die kann man noch alle gut erkennen. Und sind alles vernünftige Menschen geworden, ne? Ja, das ist ja auch vielleicht aus von den späteren Flüchtlingsgruppen eher eine Ausnahme, oder dass die Leute auch hier geblieben sind im Ort? Ja, oder? Das ist, ne, von den Ungarn sind ja auch ein ganzes Teil hier geblieben, nicht? Also die wirklich nicht mehr zurückgekonnt haben, die haben, ich weiß nur, als einzelne Personen sind die hier geblieben, also nicht verheiratet und sind nicht mehr nach Ungarn zurückgegangen. Wenn sie nochmal erlebt hätten, dass die Grenze aufgegangen ist, ich glaube, die würden aus den Gräbern aufsteigen.